Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne. Schön, dass ihr mit dabei seid, diesmal beim Ausblick hier auf dem Seekrautskanal. Ja, es ist das erste Video, das erste Work-in-Progress-Gameplay-Video, welches ich jetzt als ja, frischer Kontributor sozusagen erstellen darf. Ist immer noch was Besonderes für mich irgendwie. Also, ja, kommen wir zum Thema. Geht um die Poltawa. T7 Schlachtschiff, russisches Schlachtschiff. Und da sind wir unterwegs. Das Besondere bei dem Dampfer, das war ja ursprünglich mal ein geplantes T8 Schiff, hat dann ein paar Tests durchlaufen. Da war die Reichweite noch ein bisschen zu kurz mit 16,1 Kilometer. Jetzt gab es dann eine zweite Version, wenn man dazu sagen will. Ein erstes Update sozusagen des Schiffes. Damit wurde die Reichweite jetzt auf 18,3 Kilometer erhöht. Das ist schon mal richtig cool. Und ursprünglich war dieses Schlachtschiff so vorgesehen, dass man die russische Streuung auf diesem Schiff hat. Also, dass man quasi auf nahe Distanz ziemlich genau schießt und auf weite Distanz dann deutlich höhere Streuung als bei anderen Schiffen bekommt. Und jetzt ist es so, dass diese Streuung quasi an die normalen Schiffe angepasst wird. Ja, also so wie jetzt zum Beispiel amerikanische und deutsche Schiffe und britische Schiffe schießen, also ein bisschen konstantere Streuung sozusagen, ne? Dass man so eine konstantere horizontale Streuung einfach drin hat und nicht so eine plötzliche, die größer wird und vorher relativ genau schießt. Das ist auf jeden Fall das, was die Poltawa jetzt auszeichnen soll. Wir haben als Besonderheit hier beim Verbrauchsmaterial nochmal das begrenzte Schadensbegrenzungsteam. Ja? Doppelt gemoppelt, aber trifft das im Kern. Also das ist in dem Sinne so, man kann es sehr, sehr schnell hintereinander benutzen, um Brände zu löschen. Aber es ist eben nicht unendlich verfügbar. Das ist wieder diese Eigenschaft der russischen Schiffe. Und man hat jetzt hier quasi die Kanoneneigenschaften eines normalen Schlachtschiffs mit den Eigenschaften eines russischen Schlachtschiffs kombiniert. Das ist so die Kernaussage. Es gibt hier kein besonderes Verbrauchsmaterial weiterhin. Wir haben eine Reparaturmannschaft, wir haben einen Jäger, der die Luftabwehr nochmal ein bisschen verbessert, die hier ganz okay ist für ein T7-Schiff. Man hat manchmal das Gefühl, könnte besser sein, aber ist okay. Ja? Alleine fahren ist immer ein Problem, aber ja. Das waren schon die Verbrauchsmaterialien. Ich möchte euch aber natürlich noch ein bisschen kurz was zur Skillung erzählen, von dem Kapitän, den ich hier eingesetzt habe, damit ihr ungefähr einschätzen könnt, warum hier bestimmte Sachen wie funktionieren. Das ist einmal das vorrangige Ziel, das mir angezeigt wird, wie häufig ich aufgeschaltet werde. Dann in der zweiten Reihe Elite-Schütze, damit die Turmdrehzeit halt beschleunigt wird. Ich erreiche dann hier ein bisschen was über 38 Sekunden Turmdrehzeit, 180 Grad Kehre. Dann gibt es den Adrenalinrausch natürlich, wenn ich Schaden nehme, wird meine Nachladegeschwindigkeit beschleunigt. In Reihe 3 habe ich Grundlagen der Überlebensfähigkeit, das heißt die Brandbekämpfung und Wasser auspumpen, sowie die Reparatur von bestimmten Sachen wird um 15% beschleunigt. Dann habe ich noch den Inspekteur drin, um einfach nochmal eine Aufladung mehr, Schadensbegrenzungsteam, Reparaturmannschaft und eben Jäger zu haben. Und in der Reihe 4 habe ich den Tarnungsmeister drin. Und eben den Brandschutz, Risiko des Brandes um 10% reduziert. Also das sind die üblichen Sachen, sage ich jetzt einfach mal. Ich sorge natürlich bei dem Schiff dafür, dass ich dann relativ niedrig erkennbar werde. Das ist so, das was ich da so als Sinn dahinter sehe, sage ich jetzt mal. Dann habe ich noch Verbesserungen eingebaut, das Hauptbewaffnungsmodifikation, Schadensbegrenzungssystem Mod 1, Zielsystemmodifikation 1 in Slot 3 und dann haben wir die Schadensbegrenzungssystemmodifikation 2 da noch mit eingebaut. Also wirklich alles so auf Survive ausgerichtet. Wir haben hier 60.000 Trefferpunkte, Torpedoschance war nur 33%, finde ich eigentlich ganz angenehm für ein Schiff auf dieser Tierstufe, ist halt ordentlich. Und dann kommen wir nochmal zu dieser Besonderheit der Hauptgeschütze, denn dieses Schiff hat ja eine Grundcharakteristik der Schinob, also dem russischen Schlachtschiff auf der Tierstufe 7. Hier haben wir aber nur 356 mm, während die Schinob 406 mm hat. Das merken wir auch in der Ladezeit. Das ist hier nämlich 5 Sekunden schneller als bei der Schinob. Ich glaube, die ist bei 33 Sekunden oder 32 zumindest. Also wir laden schneller nach. Und die Turmdrehzeit der Schinob ist bei 60 Sekunden, während wir hier bei quasi geskillten 38,3% sind. Ne? Sigma 1,7, maximale Streuung 210 Meter. Das steht hier zu Buche. Dann haben wir ganz normal ein Sechstel Pen, das heißt, wir penetrieren 58 mm mit der HE-Munition, Stand jetzt. Brandwahrscheinlichkeit 41%. Ich
Warum erwähne ich das? Ich gehe davon aus, dass aufgrund des Kalibers und wenn man bestimmte Schiffe als Gegner hat, so, wo man eben mit diesen 356 oder wenn man Gegner hat, die nicht in so einer guten Position stehen, dass sie Breitseite fahren oder ja, viel zeigen, wo man eben gut reinschießen kann, dass man dann eben durchaus auch mal mit dem Schiff HE schießen muss, um einigermaßen konstant Schaden zu machen. So, man muss dann halt schnell wieder umladen. Also sowas wie Ladeexperte wird sich bei dem Dampfer möglicherweise sogar empfehlen. Ist zumindest mal eine Überlegung wert, sagen wir mal so. Dann haben wir natürlich auch eine AP-Granate. Nach meinem Kenntnisstand sind das hier Standard-Abprallwinkel. Wir haben 11.250 Alpha-Damage. Und das Gute bei diesem Schiff, ihr müsst euch nicht umgewöhnen zwischen HE und AP-Granate von der Mündungsgeschwindigkeit her. Wir haben 895 Meter pro Sekunde Mündungsgeschwindigkeit. Das ist richtig angenehm. Ich tue mich ja mit den amerikanischen Schlachtschiffen immer wieder ein bisschen schwer, weil die so langsam schießen. Also verhältnismäßig langsam zumindest. Und dadurch muss ich deutlich weiter vorhalten. Das ist hier jetzt eben ein bisschen intuitiver und auch leichter zu bedienen für jemand, der vielleicht jetzt neu in World of Warships ist. Ja, da tut man sie normalerweise einen Ticken leichter, wenn der Schussbogen nicht so hoch ist und so eine Sache. Ja, Flugabwehr, also Sekundärreichweite möchte ich ganz kurz was zu sagen. 5,3 Kilometer hat sich nicht verändert durch die neue Version. Bei der FLAG haben wir Kurz-, Mittel-, Langstrecken-FLAG im Moment. Da wird der Wert von 73 in-game angezeigt. Ja, ist wie gesagt, ist T7-FLAG, it is okay, könnte aber auch deutlich besser sein, muss man einfach sagen. Was hier so ein Leckerbissen ist, zusammen mit der Signalflare Sierra Mike, die ich hier mit drauf habe, 30,5 Knoten Höchstgeschwindigkeit. Dagegen steht eine relativ hohe Ruderstellzeit für einen Schlachtschiff auf T7 mit 14,8 Sekunden und 1000 Meter Wendekreisradius. Ne? Ich habe hier die Ruderstellzeit nicht geskillt mit irgendwelchen Modulen, sondern ich habe hier wirklich nur quasi alles auf Survive gebaut. Und ja, 1000 Meter Wendekreis und 14,8 Sekunden für die Ruderstellzeit. Ach, das macht das Schiff schon ein bisschen träger. Werdet ihr sicherlich auch gleich hier nochmal sehen. Ich bewege mich ja jetzt hier in diesem gegnerischen Teilcap sozusagen. Bin da jetzt so ein bisschen die Speerspitze von unserem Team da. Ist halt auch wieder so eine Problematik. Ne? Wenn man ein besonders schnelles Schiff hat, dann prescht man auch mal schnell nach vorne. Auch wenn man das vielleicht gar nicht so richtig möchte. Hier kann man jetzt wieder so eine Sache sehen, die mache ich immer ganz gerne. Wenn ich so viele Schadensbegrenzungsteams habe, dann lösche ich immer relativ schnell. Also zumindest die ersten zwei, drei Schadensbegrenzungsteams auf jeden Fall, weil ich sonst ja gar nicht hinterherkomme, die Trefferpunkte wieder aufzubauen. Gerade wenn ich dann so im Fokus stehe, jetzt ist die Nagato zwar raus, aber da kommen jetzt schon wieder die nächsten Gegner und so weiter. Ich will jetzt nicht unnötig Trefferpunkte schon verlieren, um die dann wieder aufzubauen. Zumindest bei den ersten zwei, drei Varianten. Ne? Wenn man nachher nur noch drei Schadensbegrenzungsteams hat, dann lasse ich auch länger brennen, um dann halt auch meine Reparaturmannschaft zu nutzen weiter. Ja, also das ist so der Spielstil, den ich jetzt hier in dem Gefecht auf jeden Fall angewandt habe. Da kommt jetzt ein DD so plötzlich um die Ecke. Pen war jetzt nicht so dolle, war natürlich auch AP, ihr wisst ja, diese 10% Geschichte, ist nicht so viel, sind nicht so viele Granaten nicht mal in den Overpen gegangen sozusagen. Das ist halt auch der Nachteil an der Standardstreuung, ne? Dass man auch auf nahe Entfernung jetzt nicht so super präzise schießt, sei es mal. Ja, das ist war jetzt nicht so optimal. Gut, gleich wieder gelöscht, nachdem wir eben schon wieder gebrannt haben. Und dann sieht man schon, da kommen die nächsten Schlachtschiffe. Nagato, Izumo und die Shinob, die sich da in meine Richtung bewegen. Ich benutze jetzt erstmal die Deckung, damit andere erstmal so ein bisschen wieder noch da vorne hinkommen. Weil wir haben da jetzt quasi drei Schiffe, die alle 406 mm haben. Und 406 mm ist ein echtes Problem für die Polterwar. Wir haben im oberen Bereich, also im Bereich vom Anker vorne, haben wir 25 mm Panzerung. Das heißt Overmatch ab 358 mm. Und alles, was da drüber ist, halt auch. Ne? Dann haben wir unten auf der Wasserlinie einen Gürtel von knapp 200 mm. Da ist natürlich kein Overmatch so möglich, wenn man sich richtig anstellt. Aber bei 25 wird einfach die Panzerung ignoriert von diesem Kaliber da. Deswegen habe ich mich da so ein bisschen zurückfallen lassen. Die Shinob fährt aber trotzdem vollen Mutes da nach vorne. Hat noch nicht mal auf mich gezielt, aber dafür von mir eine Zitadelle bekommen. Das rappelt in der Kiste. Werd jetzt so an einer kleinen Granate gleich angezündet. Und warte jetzt aber ab, bis die Shinob da zeitlich gesegnet hat. Das macht sie jetzt. Und lass sogar weiter brennen jetzt in dem Fall.
hat mich selber überrascht. So, kommen wir nochmal kurz zur Verborgenheit. Erkennbarkeit zu Wasser 12,2 in der Version. Wie gesagt, Tarnung beim Kapitän und die Tarnung auf dem Schiff drauf. Und 10,8 zur Luft. Das ist so der Wert. Das macht sich ganz angenehm, gerade wenn man Low Tier im T9-Gefecht ist, so wie wir das hier sind. Ne? Also wir sind jetzt T7, die Gegner sind T9, ja, das ist also schon anspruchsvoller, sage ich es einfach mal. Ja, darum auch dieser Vergleich. Ne? Dieses Video mache ich auch deswegen, weil wir hier eben in einem T9-Gefecht gelandet sind. Und ich wollte auch einfach mal zeigen, wie dieses Schiff dann performt, wenn es im T9-Gefecht ist. Das ist ja auch immer ein ganz guter Vergleichswert dann. So kann man besser einschätzen. Ne? Im T7-Gefecht halte ich sie Volltreffer für relativ stark. Ja? Da kann sie sicherlich noch mehr Spaß und noch mehr Schaden machen. Hier fällt die Nagato jetzt so richtig schön in meinen Bereich rein. Aber jetzt bin ich hier so richtig schön im Fokus. Ihr habt sicherlich schon gesehen, was hier gerade so ein bisschen auf mich einprasselt. Hat jetzt aber schon relativ stark Schaden genommen. Jetzt auch, da war jetzt die Nagato, die nochmal richtig schön in die reingehalten hat, sozusagen mit ihren 406 mm APs. Und da kommen die nächsten Granaten. Das war jetzt nicht so schlimm, aber vorhin hat die Izumo mir doch richtig einen verplättet. Und da werde ich jetzt auch erstmal wieder ein bisschen den Rückwärtsgang einnehmen, damit ich mich ein bisschen mehr wieder in meinem eigenen Team sozusagen untergehe, nicht so frontal stehe. Da fährt rechts mein Teamkollege raus und bietet sich einen Ticken mehr an. Er hat jetzt auch mehr Trefferpunkte. Glücklicherweise geht die Izumo sogar darauf, anstatt mich weiter zu beschießen. Ja, und jetzt sehe ich, dass das Schiff schon gefokust wird und kann dann auch direkt wieder nach vorne, weiter nach vorne pushen. Warte jetzt noch ein bisschen cool dann ab und repariere mich dann. Dann fahren wir rüber zum nächsten Cap und dann wird das Spiel an uns gerissen sozusagen. Sind ja noch drei Gegner, jetzt sogar noch zwei. Das sind noch die beiden Idees, die konnten uns das Leben nicht mehr so richtig schwer machen. Ja, kurz meine Gedanken zur Polterwart. Was zeichnet dieses Schiff denn aus? Sicherlich die hohe Geschwindigkeit, sicherlich die niedrige Erkennbarkeit, die Streuung. Ich weiß noch nicht genau, ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil ist. Müssen wir mal sehen. Trefferpunkte okay, Torpedoschutz okay. Das ist das, was man da eigentlich so zu sagen kann im Moment. Die Penetration ist so eine Sache. Also man muss eben mit diesen 356 mm ist man nicht mehr so stark im Overmatch. Also dass man andere Panzerung overmatcht. Das klaut so ein bisschen Schadenspotenzial für das Schlachtschiff, wie ich persönlich finde. Da muss man eher häufiger zu HE mal ausweichen zwischendurch. Auch wenn ich in diesem Gefecht jetzt häufig AP geschossen habe. Aber das wird halt öfter mal notwendig sein, um diesen Schaden so ein bisschen auszugleichen. Nehmen wir durch die AP, durch das mangelnde Overmatch, was man auf anderen Schiffen macht, dann eben ja, so ein bisschen auszugleichen. Ne? Ja, sonst ist ein russisches Schlachtschiff, Russian Playstyle kann man sagen. Und dann wollen wir mal gucken, wie sich das Schiff noch entwickelt. Und dann wird es natürlich ein Video zur Poltava geben, wenn das Schiff dann mal da ist. In diesem Sinne sag ich danke für eure Zeit und wir sehen uns dann im nächsten Video hier auf dem Sieghaus-Kanal. Ciao, ciao.